Meine Mutter war, ich habe das gelesen, in einem Buch, ihr Sohn, der hat immer Guten Morgen. Ausdrücke gesagt ja. zu anderen Leuten. Und dann waren hier in so einem Café, was total leer war, und er hat in der Kinderecke gespielt. Ja? Und dann kam so ein altes Ehepaar rein und die setzten sich genau in die Kinderecke, meinst du schon so, warum? Alle Plätze sind frei. Ab in die Kinderecke mit den alten Leuten. Und dann steht ihr Sohn auf und sagt zu dem Mann, du Arschloch. Und er, scheiße, so eine Kacke sagt man nicht. Und dann war der Junge richtig sprachlos und ist zu seiner Mutter gerannt. Und sie meinte, das fand sie so toll. Endlich hat er gut reagiert. Ja, ja, endlich ja, ja. Jemand, der ist ihren, ja witzig. Der ihren Sohn da rausgeholt hat. Und so, dass sie konnte sehen, ihr Sohn kann auch irgendwie. Das war wahrscheinlich ein Kinderpsychologe, der sich, deswegen hat er sich in die Kinderecke gesetzt. Scheiße, so eine Kacke zu Das ist eine gute Geschichte am Morgen. Scheiße, so eine Kacke sagt man ja weg. Ja, nicht drauf. Kommt ja kein normaler Mensch drauf? Nee, eigentlich also nicht. Also das ist 100%. Die meisten beschweren sich dann bei ihr oder... Ja, 100% ein Psychologe. Also ich, ja, ansonsten würde die alten Leute hier, kennst du ja nicht. Ach, das ist aber ein So, das ist ein also Tuschen. Schöne Reaktion. Ja, fand sie auch super. Ich sortiere mal kurz Reifen und dann sortiere ich kurz vorne Papier und dann mache ich kurz den Laden auf und dann kommt der erste Auftrag und dann und der zweite und der dritte und dann ist der Tag schon wieder um. So, ich räume ein bisschen. Ich räume ein bisschen auf. Sortiere ein bisschen das Zeug weg, was ich bekommen habe vorgestern, glaube ich. Weil ich mir die Wohnung angeguckt habe, habe ich ein paar Scheren gekauft. Habe ich ja noch nicht gezeigt. Ein paar Scheren, ja, nicht besonders. Schönsten hier finde ich wahrscheinlich so ja die Pelerine, so als Dekoartikel. Eine alte Regenpelerine vom Fahrrad. Also die alte Ding. Richtig alt. Das finde ich ganz gut, ganz witzig. So retro, wenn man so einen alten Renner fährt und dann so ein Ding anhat, das sieht bestimmt irre aus. Zigarettenbildchen, ein paar. Original verpackt. Zwei Tauchsieder, so eine kleine. Das ist für Nuki hier. Ein Fernlass. Ich finde der Fernleser so toll, irgendwie faszinierend. Fernlass für Nuki. Eine Mundharmonika. Ein Opernglas. Ist wieder was für meine Sammlung quasi. Quartet. Schön. Vergütete Linsen und diese wunderschöne Kiste. Hallo. Hallo, guten Morgen. Was haben wir hier? Sattelstützprobleme. Da kriegt man keinen Sattel mehr fest auf dieser Stütze. Ist kein Wunder, guck mal hier, die ist toll glatt gedrückt. Ja, da hält kein Sattel mehr. Und ein bisschen eingerostet war so. Habe ich rausbekommen, mit der Zange und allem. Und würgen ein bisschen. Aber ging. Jetzt kommt eine neue drin. Simpel, Stahl, verchromt. Kommt ein bisschen Fett dran. Stahl ist Stahl, wunderbar. Da kriegt man dann auch wieder einen Sattel fest. Ich hab was für dich, Carsten. Echt? Also eventuell, weiß ich nicht. Ich vielleicht auch für dich. Ja, passt ja. Du bist ein Schwilli, ne? Hm, was? Wie? Ha? Willi? Willi? Jetzt soll ich den Willi raus. Die einäugige Schlange. So, das ist fertig. Ich muss mal kurz anrufen. Ich hol mein Telefon. Moin! Ja, ist, genau, Fahrrad ist fertig. Alles klar, gut. Bis dann, ciao. Hä? Hinter die Bolzenschneiderstanze. Ist ja ein Ding. Ich hab echt, also wirklich, ich hab also wahrscheinlich so total oberflächlich geguckt, weil ich hab ja mich auf den Mülleimer mehr konzentriert, den da wegzunehmen und mal auszukippen.
Schmeckt nicht Wein. So ist das manchmal, ja. Total verstrahlt. Es geht wieder richtig los hier. Räderwerk ist erledigt. So, nächste ist Binora. Hier Hinterrad platt und Schaltung knackt. Im schweren Gang, wahrscheinlich ist der Antrieb durch, aber das müssen wir mal checken. Hä? Sind mit Montageständer draußen? Ja, heute nicht. Heute noch kein Montageständer draußen, aber eben so die kleinen Platterei. Achso, drei. Die sind, das ist so ein Kultding, die Panaracer, wisst ihr, die waren ja gute Reifen. Hat er jetzt vor 2 Minuten angefangen, den Arbeitstag? So verdiene ich mein Geld. Nicht schlecht. Jetzt kommt der Erfolg halt, pass auf. Ja, der pass auf, das ist der Ordnungshüter. Ja, ja. Ordnungsamt Neukölln. Das war die Beste. Zieh am Motor, der Beste. Da. Ah, ja. Oh! Ja. Da bist du aber jetzt spät dran, Mobil. Ja? Da bist du ja spät dran. Wieso? Oder bist du schon vorne weg? Nee. Mobil, deine Hose ist auf. Jetzt formuliert. Schön, wie ihr so könnt. Seid ihr bei du? Bei Schwänzchen und du? Okay. Kannst du Seiten schauen? Das ist ja was anderes. Aber Seite wohl noch kaputt? Ich hatte OP letzte Woche. Meinst du, wie sieht mit Schwänzchen aus? Meinst du, der sich freut, da haben wir an der Luft kalt? Ja, aber meinst du, wie die Luft sich verzieht denn? Das gibt sich dann zurück, vor Schaum. Naja, du hast eine Rolle spüren hier, die der Mann hat. Ja, ich vermiete. Ja? An einem Hobby, gelebten. Kriegst du ihn wieder oder nicht? Ja, natürlich. Das ist ja nur kurzfristig. Oder okay. Also verdient er sein Geld in der U-Bahn. Genau, der holt ihn um Punkt 9 Uhr morgens hier ab. Ja. Da lacht er sich kaputt drüber über 15 Euro, die ich ihm abhängig habe. Da verdient er einen Tausender und dann. 50 keinen eigenen, obwohl er sich das leisten könnte, denn er möchte Beziehungen zu dir aufrechterhalten, deswegen bietet er den Tag für Tag. Das ist quasi eine Spende an mich. Ja, so ein bisschen. Also hilft er an mich ab. Ja, dadurch er ist ein Start-up-Unternehmen gewesen, nennt man ja so, wa? Pop-up, nee, Pop-up nennt man die Geschäfte, genau, Start-up. Und weil du ihm in seinen ersten Stunden halt unter der Arme gegriffen hast, ja, wird er dir auch ewig dankbar sein. Mann, stell dir mal vor, ey. Jetzt Frühstück an dieser Acht. Zweite. Also ich finde, das fährt gut. Ja. Also, die Bremsen sind total gewöhnungsbedürftig, also die finde ich schrecklich hoch, das ist nicht vernünftig. Also, das ist aber normal halt, ja. Aber ich meine es jetzt von der Bissigkeit, die wir da machen. Ja, anhalten kann man damit. Ey, die Glocke ist cool. Ja. Cool. Und fährst du jetzt etwa Fahrrad? Wow. Mit Gummistiefeln, mit Gummilatschen. Oh Mann, ey, was für ein Tag. Komm ja nicht dazu, irgendwas zu machen hier. Jetzt muss ich aber rinhauen. Oh. So, das ist fertig, draußen das Rad ist fertig. Ich habe viel draußen repariert. Jetzt ist der Tag schon wieder fast um, jetzt ist schon wieder fast 16 Uhr. Ah, ich muss auf den Pott und dann geht's weiter. Ich gehe kurz zum Spätkaufladen und hol mir was zu trinken und wechsle das Geld. Komm gleich wieder, okay? Das war doch das, wa? Ja. Ja. Okay, ja gut, okay, alles klar. Vielen Dank. Bitte. Auch für die, wie sagt man, Schnellfristigkeit. Schnelle Fertigkeit. Für die. Schnelle Ausführung. Ja, also 2 Tage. Ich hätte eigentlich gestern kommen müssen, aber ich hatte jetzt nur Zeit. Ja, ich habe auch einen Tag natürlich, ich habe an dem ersten Tag nicht mehr gemacht, weil ja, nicht geschafft, überhaupt nicht. Und dann habe ich dann gestern halt fertig. Gestern war Vormittag ein bisschen ruhiger und dann, das ist viel zu machen, da muss man langsam, weißt du, da musst du nicht zwischendurch 1000 andere Dinge so. Und ich mache die ja alleine, also. Okay.
wenn ich ab und zu dabei wäre, kostenlos, und zuschaue und vielleicht dir helfe, keine Ahnung, dir das gebe und so, einmal die Woche oder so. Ja, weißt kannst du machen. Kannst du natürlich machen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Aber wenn es stressig ist, dann musst du halt selber, du musst es so sehen. Also das Problem ist, habe ich auch das klar gesagt zu den anderen Leuten, darf mir irgendwie keiner denn irgendwie im Weg stehen. Tja, eigentlich ein Check für Nachbarn. Aber für den Check habe ich keine Zeit. Jetzt mache ich ihm nur das Hinterrad fit. Dann kann er dabei so ein bisschen durchgucken, was zu machen ist. Vorderrad aufpumpen kann ich mal schnell machen. Fahrbereit. Wird es denn sein? Hinterradsblatt, Vorderrad braucht Luft. Kopie, yippie, Sprinter. Ich glaube, das ist so ein Indienrad oder so ist das. Alles billig, einfache Qualität. Und ich glaube, jetzt die Reparaturkosten sind 100%ig teurer als das Rad in Indien kostet. Moin! Hallo! Ja? Ich suche ein Rennrad. Ja, komm her. Jo, haben wir das Hinterrad raus. Jetzt kommt der Mantel runter. Sind das Bangladesch teuer? Alter Schwede, was ist das denn, ey? Boah. Oh, das ist aber nett. Das ist aber lieb. Ja. Meine Frau bringt mir einen Kaffee. Um die Uhrzeit. Und ich bin total rührt gerade. Wirklich. Ich hab so viel zu tun, wa? Das glaube ich. Ich dachte, ich bringe mir mal was. Oh, das ist total nett. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Ich an dich denke und dich nicht im Keller vergesse. Achso, daher weht der Wind. Aus Süd-Südost. So, jetzt guck ich mal, ob ich so einen Reifen da hab. Und dann bin ich gleich wieder da. Jo, Felgenband mache ich neu. Das gute Riementape. Eieiei. Was können wir machen? Die Zeit wird knapp. Na gut. Jo, müssen wir schön nachstecken, ne? Mit der Hand. Nicht mit irgendwelchen Werkzeugen. Nachstochern. So, Paul. Paule. Paule kann das Rad abholen. Wird halt doch noch fertig. Das ist doch auch schön.
Und viermal. So, Jungs. Schon ist der Schlauchwechsel, Reifenwechsel erledigt. Beim Nicht-Holländer, aber beim Indier, beim Inder. Total toll. Darauf ein Kaffee. Prost, Jungs. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und vermehren tut ihr euch auch. Das ist oh gut. Erreicht man jetzt ein paar Leute wenigstens. Achso, und übrigens, ja, eine kleine Botschaft. Ein Rostlöser sollte man auch nicht auf Ketten machen. Oder Rostumwandler schon gar nicht, ne? Weil dadurch verändert sich die Struktur des Materials. Und die werden brüchig eigentlich. Denke ich mal. So kann man das am besten beschreiben. Wir werden einem so ein bisschen spröde. Also das sollte man nicht machen. Aber mit Öl kann man natürlich arbeiten und mit mechanischen Hilfsmitteln wie einer Drahtbürste oder so. Ja? Bei ja, ein Stefan ist vorhanden. Geht der kommen. Geht das. Das habe ich auch nie benutzt. Also ich würde nie Rostlöser oder Rostumwandler benutzen. Ja, weil das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn. Also das muss man mechanisch runterholen. Und dann ist das gut. Jo. Also muss man nicht, man kann natürlich auch jedes Mal eine neue Kette verbauen, aber irgendwie diese billigen Ketten, habe ich ja schon geantwortet, die sind einfach nichts. Die finde ich nicht gut. Die taugen nicht. Also die haben meinen Test nicht bestanden, sagen wir mal, die konnten mich nicht halten bei einer leichten, beim leichten Anstieg, wo ich dann auf einmal aufgestanden bin vom Rad und bin dann richtig reingetreten. Da war eine günstige Kette drauf und pang, ist sie weggeknallt und es hat scheiße wehgetan und seitdem sind die bei mir gestorben. Die verbaue ich nicht mehr, ist mir scheißegal. Mache ich nicht. Wenn einer mit einer kommt und ich soll die verbauen, dann verbaue ich sie, aber ansonsten. Nee. So, Hinterradblatt. Ha, 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 ha. Mal was ganz Neues. Ich nehme die Bremse ab. Lass los. Hol das Rad raus. Wie das klebt und kleistert. Das ist ja furchtbar. So, Hinterradblatt. Nicht links, nicht rechts gucken. Heißt das einfach. Auf. Ventil Konterring ab. Mantel ab. Wunderschön wie das. Und Schlauch raus. Das haben wir sehr schön gemacht. Kontrollieren den Mantel auf Eventualitäten, eventuell verbleibende Splitter in demselben. Ja, hol neuen Schlauch und dann baue ich es wieder ein. Ja, fang hier an, drück das hier so rein, geh einmal um. Ah, ist halt so eng hier, ey. So, zack, 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 zack. Ja, ja. Bitteschön. Das war's. Naja. Wie auch immer. Ich drehe auf das Ventil, weil ich will ja pumpen. Konterring ruf. Und baue das Hinterrad wieder ein. Zack, rin. Leg die Kette auf den Gang, auf den Kranz rauf und mit Kette auf den Kranz drücke ich es nach oben und nach hinten in die gewünschte Position. Ja, dann schaue ich wieder an fest und das war's. Richtet aus. Natürlich, ne? Wenn man keinen Anschlag hat, schön ausrichten. Dass hier vorne gleich ist, der Abstand zwischen Rahmen und Felge. Dann wird festgeschraubt, Tau gemacht, wird die Bremse eingehangen. Dann wird einmal kurz an der Bremse gezogen. Ja, und
und die schaut, ob es läuft, ohne zu schleifen. Es läuft ohne zu schleifen. Jetzt wird aufgepumpt. Dann bin ich auch mit dem wieder fertig. Diamant TS. Diamant TS. TS steht für Tourensportrad. Total geniale Räder, finde ich die. Ne, der Lenker ist nicht original, aber die Griffe sind original. Vorbau ist natürlich nicht original, Lenker ist nicht original, Bremse ist nicht original. Aber die Laufräder selbst sind noch original. Das ist schön. Was haben wir hier für ein Problem? Kein großes. Kette spannen, fetten. Na und so eine Kette, das ist eben das, die tauscht man ja nicht gleich. Ne? Also da macht man einfach hier auf und das falsch zusammengebaut. Das haben wir auch gesehen. Das ist eine Unterlagscheibe, die gehört natürlich nach außen und nicht nach innen. Die machen wir jetzt auch so wieder. Zack. Ja, man dreht es einfach auf. Ja, man dreht das einfach auf. Na, ich mach das so, ich halte das hier fest. Drück hier gegen. Moin! Ja, wie ist es? Ich war schneller als meine Frau am Telefon, deswegen konntest du mich ja nur erreichen. Deswegen habe ich gesagt auf deiner Mailbox, du kannst mich eigentlich nicht erreichen. Die habe ich noch gar nicht abgehört. Achso, naja. Ja, ich bin gerade auf dem Rad gesessen und bin gerade zu Hause reingekommen, komme gerade von Arbeit. Dann habe ich gesehen, dieser Anruf, ja, Nummer, könnte sein. Könnte sein, dass es der Tommy ist aus dem Fahrradladen. Ja. War der Tommy aus dem Fahrradladen, kann ich dir sagen? Ja, Mann. Ja, wenn ich mir den Hinterbau so angucke, ich meine, guck mal, jetzt guck mal direkt von hinten auf. Der hat ja voll die Beule hier. Also das Ding ist eigentlich durch. Ah, oh, sieht halt schön aus. Wenn du so von die grüne Version hast, die blaue Version, dann hast du noch eine graue Version. Wenn du die so alle drei so gleich aufgebaut oder minimalistisch in dem Sinne. Ja, schön auf jeden Fall. Schon, also schöne Deko. Mit dem, das gefällt mir auch nicht, das ist gebogene. Das ist aber original gewesen, bloß dass der Lenker natürlich nicht original war. Der war ein Stahllenker verchromt. Nee, den meine ich, das, dieses. Ja, der hat aber das Geweih oder was das heißt. Der Originallenker hatte eben auch diese Biegung. Oh, doch richtig. So ein kleiner Stumpen und dann nach Hohenschönhausen Straßenbahnschienen fahren. Hier, ja? Hi. Das ist YouTube, Fahrradsalon, kannst du gucken. Ah, okay. Ist alle drin. Aber jetzt den kleinen Stumpen drin. Der kleine Stumpen ist drin. Naja, gut, so, wie gesagt. Alles, wie ich wahrscheinlich pro für Zeit habe. Mach mal nach. Oh, Mensch! Ah! Sauber! Sehr schön! Das muss ich machen. Muss natürlich noch fetten. Also, erstmal, die Kette ist relativ gut. Ja. Jetzt zieht das Ganze natürlich wieder durch den Lappen. Immer. Da hört man schon die Kugellager hinten drin. Erledigt.